So, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei WoW Classic. Ich bin irgendwie gerade gestorben von Hasselhoff. Wurde ich gerade gekillt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Hier ist gerade die Hölle los. Ganz, ganz komisch. Egal. Lassen wir uns nicht von unterkriegen. Ich muss nur mal kurz ein bisschen Mana recken. Lalalala. Und ich hoffe, dass hier jetzt nicht wieder irgendein Schwacken ankommt. Irgendwelche Stufe 60er sind nämlich hier unterwegs. Weiß nicht genau, was die hier so treiben. Naja. So, wir wollen heute ein bisschen Schildkrötenfleisch holen, feine Gewürze holen und dann machen wir das hier noch vielleicht. Mal gucken, was wir alles schaffen. Dip, 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 dip. Ja, ich schicke mal meine Tuse hier schon mal drauf und dann können wir ein bisschen uns selber nochmal gegenheilen. So. Was wollen die hier alle? Alter, das sind wieder irgendwelche Stufe 60er. Es ruckelt auch, also auch Latenz hier hoch. Ein bisschen. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt hier heute nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Egal, sollen die sich mal alle wegschnetzeln von mir aus? Ah, ist schon Latenz. Alter Schwede. Seht ihr das? Drücke und dann dauert das irgendwie 1000 Jahre, bis es ankommt. Na gut, 1000 Jahre nicht, aber relativ lang. Alter! Diese Latenz! Ja, gut. Es macht natürlich weniger Spaß, so zu spielen, aber wir müssen da erst durch. Schildkrötenfleisch ist wohl sehr, sehr rar. Da kloppen sich sogar diese Stufe 60er drum. Ich weiß es nicht. Oh, ist halt Aggro! Och Mann! Ich glaube, er hat widerstanden oder sowas. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man muss ja immer so ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt. Ohne dass ich irgendwen beleidigen will, wir müssen mal über was reden. Nämlich, wir müssen mal über Groover oder wie auch immer das heißt, reden. Ich kriege da ständig, über Facebook oder ähnliches, da ständig irgendeine blöde Werbung. Und ich kann mich irgendwer von euch aufklären, weil irgendwie verstehe ich es nicht. Verstehe ich es überhaupt nicht. Und zwar, also mal so für die, die es nicht kennen, ich habe mir das nur mal angeguckt, weil halt die Werbung total nervt und es bringt auch irgendwie überhaupt nichts, bei Facebook da Rechtsklick zu machen und zu sagen, ich will das nicht mehr sehen, weil ich sehe es dann am nächsten Tag trotzdem wieder. Aber egal, was mich irgendwie... Ich kann nicht mehr tragen. Achso, ist das die Quest? Achso, warte mal, so ein Pilz hier wegschmeißen. So, dann haben wir hier auch nicht gelootet. Doch, die anderen haben wir aber alle gelootet. Und zwar, da kann man irgendwie, also ich habe es nur am Beispiel vom iPhone 11 Pro gesehen, ja, das mal so vorab, das kostet bei Apple direkt so ungefähr 1100 Euro, 1150 glaube ich sind es ganz genau, also relativ teures Gerät, egal was es kostet, aber nur mal so für den Hinterkopf. Und bei Groover kann man ja verschiedene Dinge mieten, ne? Also da zahlt man jeden Monat x Euro. Ich glaube, das ist solche Latenz, weil normalerweise dürfte ich ja gar keinen Akku kriegen. Nur bei Feuerbrand. Komisch. Egal. Auf jeden Fall kann man da halt bei Groover Technik mieten und kauft die sich quasi nicht, ne? Also mit anderen Worten, es ist so vergleichbar mit einer Wohnung, ne? Die kaufe ich ja auch nicht, da ziehe ich einfach nur ein. Und dann kann ich die halt benutzen, muss ich halt natürlich ordentlich benutzen und darf die nicht zerstören. Und wenn ich irgendwann ausziehe aus meiner Wohnung, dann muss ich auch, normale Abnutzung ist in Ordnung, das ist ja quasi mit in der Miete mit drin, aber ich muss sie dann in den Zustand bringen, dass sie wieder vermietet werden kann, ne, normalerweise, also quasi streichen, vielleicht sogar neu tapezieren, je nachdem. Gut, Wohnung ist ein schwieriges Beispiel, weil da wohnt man ja auch recht lange drin, aber tun wir mal so, ne, was Besseres gibt's halt da nicht wirklich als Vergleich. So, was ich nicht verstehe ist folgendes, die bieten, und das ist keine Werbung, das ist eigentlich sogar Negativwerbung, weil ich gleich was Böses dazu sage, die bieten auf ihrer Website zum Beispiel das iPhone 11 Pro an für 60 Euro, also ab 60 Euro im Monat, aber auch nur dann, wenn du es für 12 Monate ausleihst. Also ne, 12 Monate lang, 60 Euro jeden Monat, kann man sich ja ausrechnen, das ist alles brutto, also mit Steuer, dann zahlt man also so roundabout 700 Euro dafür. Könnte man ja sagen, okay, das ist ja eigentlich ganz günstig, ne, weil, ja,
ist ja weniger als die 1150 beim iPhone. Ne? Also wenn ich es jedes Jahr mir ein neues iPhone kaufe, käme ich ja über Grover theoretisch sogar günstiger. Das Problem an der Sache ist nur, das Gerät ist danach nicht meine. Also ich kenne das bei Handyverträgen zum Beispiel, da ist es ja auch ähnlich. Da wird ja auch das Gerät gewissermaßen gemietet, ja, in dem Vertrag. Und nach der Vertragslaufzeit ist es dann sozusagen das eigene Gerät. Also beim Handyvertrag oder beim DSL-Vertrag hast du es ja auch mit einem Router oder so. Die gehen halt 2 Jahre, aber ist ja auch erstmal Wumpe. Auf jeden Fall, dann ist das Gerät deine. Dann kannst du damit machen, was du willst. So, bei Grover zahle ich 700 Euro oder 27 Euro sind es ja ganz genau gesehen, zahle ich und dann ist das Gerät weg. Während ich aber, ich muss den Zustand ja auch erhalten. Also wenn das irgendwie runterfällt, ja, und das Display ist im Arsch oder so, da habe ich ein Problem. Also ich hab das nicht genau nachgelesen, vielleicht ist das auch irgendwie mit versichert oder keine Ahnung, so ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Aber selbst wenn, ist trotzdem scheiße, ne? So. Und das heißt, ich... Oh, das ist ein Hortler. Lasst mich in Ruhe. Ich will nur Schildkröten holen. Okay, die wollen mich nicht. Das ist nett. Das heißt, ich zahle letztendlich bei Grover über 700 Euro und habe dann nichts mehr. Was ich irgendwie nicht ganz verstehe, weil 700 Euro, wenn man es mal rechnet, das sind ja... Ja... Sagen wir mal ungefähr 70, das sind sogar mehr, es sind 75% ungefähr vom eigentlichen Kaufpreis. So, aber der Unterschied ist ja, wenn ich das Gerät kaufe, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kaufe, ist es mir jetzt egal wo, also nehmen wir mal das Beispiel wieder mit Apple, ja. Angenommen, ich kaufe das Gerät bei Apple für 1.051, da zahle ich zwar erstmal mehr, aber nach dem einen Jahr, wenn ich mir dann das neueste iPhone wieder kaufe, habe ich ja das alte noch. Das heißt, ich kann das weiter benutzen, wenn ich das will, oder ich verkaufe es halt. Und insbesondere die Apple-Geräte sind ja nach einem Jahr, die verlieren ja kaum was. Also die sind dann noch 70-80% des ursprünglichen Preises wert. Also im Endeffekt, ich krieg für mein iPhone, wenn ich direkt bei Apple kaufe, nach einem Jahr noch ungefähr genau das gleiche Geld raus, was ich bei Grover reingesteckt habe. Also wenn ich es mal rechne, habe ich, wenn ich es direkt kaufe bei Apple, unterm Strich, ja, um die 400 Euro bezahlt, sogar weniger, irgendwie 300 und, ja, roundabout. Und bei Grover habe ich über 700 Euro bezahlt. Also Grover ist teurer, was ich überhaupt nicht verstehe. Weil es müsste doch eigentlich billiger sein, oder? Das stehe ich da auf dem falschen Dampfer. Da muss man mal irgendwer helfen. Ich verstehe es halt nicht, weil rein logisch, wenn ich jetzt, nochmal zurückzukommen auf die Wohnung, ich zahle ja auch nicht 70% des Wohnungskaufpreises in 12 Monaten. Ne? Ich zahle ja irgendwie die Miete, und dann nehme ich jetzt mal die Kaltmiete, weil der Rest sind ja Nebenkosten. Keine Ahnung, was kostet eine normale Wohnung? 300 Euro kalt oder so, vielleicht 400 Euro kalt, was weiß ich, ja, je nachdem wie groß die ist, ist ja auch erstmal egal. Ja, wenn ich jetzt mal meinen Taschenrechner nehme, oh scheiße, oh nein, das Gebiet mag ich nicht. Kann ich hier irgendwas dagegen tun? Nein, ich sterbe. Okay, ich nehme trotzdem meinen Taschenrechner, tut mir leid, muss nochmal hinlaufen. Also nehmen wir mal das Beispiel mit der Wohnung, ne, nach einem Jahr. Also, ich zahle, nehmen wir mal, ne, als Beispiel, ich nehme mal die Mitte 350 Euro Kaltmiete im Monat, ja, mal 12. Und das sollen jetzt dann 70, sagen wir mal 70 oder 75% des Kaufpreises der Wohnung sein. Nur mal so als Beispiel, ne. Da würde ich jetzt quasi rechnen durch 75 mal 100. Das würde bedeuten, meine Wohnung hat einen Kaufpreis von 5.600 Euro. Rein logisch jetzt mal, ne. Welcher Mensch, also ganz ehrlich, welcher Mensch würde in eine Wohnung ziehen, wo der Vermieter sagt, pass auf, du kannst die Wohnung kaufen, die kostet für einmalig glatt auf die Kralle 5.600 Euro oder du mietest sie so lange wie du willst und zahlst dann 350 Euro im Monat. Welcher Mensch würde denn dann sagen, oh ja, da miete ich die Wohnung? Niemand. Also, da würde man sich wahrscheinlich eher noch in Schulden stürzen, ja, irgendwie einen Dispo-Kredit benutzen oder keine Ahnung was, oder irgendwie Mutti um Geld bitten, dass man diese Wohnung kaufen kann, weil dann ist die ja meine. Dann kann ich die so lange benutzen, wie ich will. Für so einen läppischen Preis. So gerechnet, ne? So, stattdessen ist es ja aber ganz, ganz anders im echten Leben. Ja, eine Wohnung kostet ja nicht 5.600 Euro, das wäre ja ein Träumchen. Eine Wohnung kostet ja 100.000 Euro zum Beispiel oder 60.000 Euro oder so, ne? Wenn ich da, und ich weiß es jetzt nicht, aber hier sind gerade ganz viele Alis, okay. Die hätten auch eher kommen können, wäre ich hier auch nicht gestorben.
Also wenn ich jetzt mal eine normale Wohnung nehme, so eine 2-3-Raum-Wohnung, so 60 Quadratmeter so ungefähr, ganz normal, jetzt nichts Aufwendiges, nichts Hochwertiges, eine ganz normale, schicke, renovierte neue Bauwohnung quasi, ja, die kostet, weiß ich es nicht, die kostet so um die 60.000 Euro, wenn man die jetzt kaufen könnte, meistens kann man ja eh nicht kaufen, ich weiß schon, aber nur mal theoretisch, ne, 60.000 Euro und davon zahle ich jetzt im Monat, warte mal, die 350, dann entspricht, das ist ein Magier, oh, es leckt halt auch so, warte mal, hab schon vorhin auf die 4 gedrückt, so, das heißt, ich, das entspricht quasi 171 Monatsraten, so, ne, so, das heißt, rein logisch, nur rein logisch, müsste doch, wenn ich das iPhone für 1.150 Euro kaufe und ich teile das jetzt durch diese 171, dann dürfte das iPhone, wenn ich es für ein, also wenn ich es miete, nur 6,70 Euro im Monat kosten. Ne? Wenn ich es mit der Wohnung vergleiche. Und ich meine, ich finde den Vergleich gar nicht mal so falsch, weil irgendwie ist es ja gemietet. Warum sollte denn die Miete teurer sein als der Kauf? Wenn ich es auf 2 Jahre rechne, ne, theoretisch, kann man jetzt natürlich sagen, okay, ich kenne das auch, dann hat man irgendwie die Möglichkeit zu sagen, ich kaufe jetzt dieses Gerät, dann zahle ich dann irgendwie die Differenz und noch eine Extragebühr oder sowas, so ganz genau weiß ich es nicht, aber so in etwa, ne, dann zahle ich nochmal irgendwas obendrauf und dann ist das Gerät meine. Dann hätte ich es aber auch gleich kaufen können. Also ich verstehe es einfach irgendwie nicht. Ist das denn, also ist das dann überhaupt noch Mieten? Das, also eigentlich ist es doch gar kein Mieten. Eigentlich ist es doch letztendlich eine 0% Finanzierung. Wenn man mal ehrlich ist. Oder wahrscheinlich ist es sogar teurer als eine 0% Finanzierung. Dann, ne? Also im Prinzip ist es ein Darlehen. Oder verstehe ich da irgendwas falsch? Ich weiß es nicht. Ich verstehe halt irgendwie den Preis nicht. Nicht, dass ich das mir holen würde. Ich finde das generell bescheuert, sich irgendwelche Geräte zu mieten. Entweder kaufe ich es mir oder ich lasse es halt sein. Ja? Aber wenn ich es mir schon, also wenn ich es mir schon miete, dann ist es ja nicht meine, dann muss es doch billiger sein. Und zwar nicht nur ein bisschen billiger, sondern viel, 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 viel billiger. Ja, zumal du ja bei Grover zumindest, steht jedenfalls auf deren Website so da, du kriegst gar keine Neuware. Also jedenfalls nicht garantiert. Kann auch sein, dass du ein Gerät kriegst, das hat schon irgendwer anders in seinen Griffeln gehabt und schon einen Monat lang genutzt. Das ist möglich. Also du weißt es halt nicht, das sagen sie dir auch nicht. Sie werden natürlich gucken, dass es wie neu ist, klar, dagegen ist auch nichts einzuwenden. Ja, aber es gibt halt auch nochmal einen Unterschied zwischen neu und wie neu. Ja, weil nicht alle Leute mögen das, dass ihr Gerät schon irgendwie anders in den Händen hatte. Und wer weiß, was der damit getrieben hat. Ja? Weiß ich nicht. Finde ich ganz komisch, vielleicht kann mich da irgendwer, das nehme ich mal mit hier, aufklären. Vielleicht bin ich auch zu blöd für sowas. Kann auch sein. Aber ich würde sagen, wenn ich was miete, dann muss es auch billiger sein. Das macht sonst einfach keinen Sinn. Ich miete auch keine Wohnung. Und ich miete auch kein Auto. Überleg mal, du würdest ein Auto mieten. Und das wäre dann wesentlich teurer, letztendlich, als es einfach zu kaufen. Dann macht doch gar keinen Sinn. Oder, also da kann ich doch gleich kaufen. Irgendwie, also mir scheint dieses Geschäftsmodell irgendwie, ja, das ist vielleicht was für junge Leute. Das ist, weiß ich nicht, ist ganz komisch. Wobei ich natürlich den Ansatz schon verstehe. Ne? Also, wenn es günstig wäre, und ich meine, diese Geräte tauscht man eh schon, wenn man es sich leisten kann, zumindest gerne mal aus. Ne? Wird ja auch mal irgendwann langweilig, oh, und da ist ein neues Gerät rausgekommen, da wechselt man mal so ein bisschen durch. Also, durchaus finde ich das eigentlich eine ganz interessante Idee, für Leute, die halt gerne mal die Handys wechseln, aber bei dem Preis. Wer macht denn das? Also hat von euch schon mal jemand sowas benutzt? Also Grover zum Beispiel, ich will gar nicht auf Grover haten, gibt noch andere, die sind alle gleich, ja, aus meiner Sicht zumindest scheiße, weil die viel zu teuer sind. Aber hat das schon mal jemand benutzt? Ich hatte mal drüber nachgedacht, mal irgendwann mal mit der PlayStation oder so, aber irgendwie, da kann ich es auch kaufen. Also wenn ich bei Amazon für 140 Euro eine PlayStation 4 kriege als Beispiel, ja, dann brauche ich nicht für 50, 60 Euro im Monat zu mieten, da gibt da gar keinen Sinn. Also irgendwie ist das komisch. Ich frage mich halt, wie können die sich über Wasser halten? Wer kauft das? Verstehe ich nicht. Das ist mir echt ein Rätsel, muss ich so sagen. Aber ich fand das Thema mal ganz interessant hier beim Farmen. Wir müssen ja farmen. Das hat nichts mit WoW zu tun.
Wobei, in WoW kann man es man kann es sogar mit WoW vergleichen. Da zahle ich ja im Monat 13 Euro. Das ist ja gewissermaßen auch eine Miete. Ja, so ein bisschen zumindest. Weil das ist sozusagen die Gebühr, um das zu nutzen. Die Nutzungsgebühr. Miete ist ja letztendlich nichts anderes als Nutzungsgebühr. Ja? Stell dir mal vor, du würdest das, was WoW insgesamt wert ist oder Blizzard wert ist, ja, oder die WoW-Abteilung von WoW wert ist, würdest du durch 12 Teilen dann jeden Monat runter buttern, dann würde dir niemand mehr WoW spielen. Mal rein theoretisch, ne? Ich weiß, es hakt alles so ein bisschen der Vergleich, es gibt halt keinen guten Vergleich. Das ist halt leider so. Aber die müssen ja Unsummen an Kohle machen, also dieses Geschäftsmodell, das ist ja quasi, das ist ja fast schon Diebstahl an Geld. Das ist ja fast schon Wucher. So viel Geld, wie die damit theoretisch jedenfalls verdienen müssen. Weil die geben dir ein iPhone, was du nicht behältst, quasi zum normalen Preis fast. Ja? Das ist schon geil. Müsste man mal selber machen irgendwie. Irgendwelchen Kram vermieten mit total heftigen Wucherpreisen. Völlig übertrieben. Ob das jemand kauft? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich fand's irgendwie kurios. Rezept, das brauche ich nicht. Ich würde gerne. Wo ist denn das? Mal hier kommt nichts mehr, ne? Müssen wir wieder zurücklaufen. Müssen noch dieses Gewürz finden. Müssen aber eh hier runter, von daher. Mal hier ist das Gewürz, oder? Wilde Schildkröten, so feine Gewürze. Tja, wo gibt man die denn nur her? Also angeblich droppen die das, aber die haben es nicht gedroppt oder ich habe es nicht gesehen. Wir können mal kurz schauen. Nee, das ist eine Muschel. Ah, keine Ahnung. Ich bin halt immer der Meinung, entweder ich kaufe mir was, wenn ich es mir leisten kann und möchte, dann kaufe ich mir das. Oder ich lasse es halt sein. Oder was ich auch noch okay finde, ist, wenn man es mal auf Pump macht. Finde ich es auch nicht. Also klar, es muss halt immer irgendwie im Rahmen sein, aber keine Ahnung. Ja. Ein Auto kauft man sich ja normalerweise auch nicht mit Bargeld, sondern das nimmt man ja auch mit einem Darlehen zumindest einen Teil, also teilweise mit. Hier ist auch keins drin. Ich will nochmal ein bisschen durchchecken, weil manchmal übersehe ich das ja, wenn da irgendwas Lootbares drin ist. Aber die haben alle nur Muscheln, okay. Ja, das finde ich alles auch noch okay. Und vor allem ist es ja dann auch meine. Ich habe mein Auto zum Beispiel, was ich habe, habe ich auch damals irgendwann auf Darlehen gekauft. Das war auch recht günstig, glaube ich. Glaube ich 2% Zinsen damals, so, das ist schon lange her. Das ist auch okay. Ja, da hast du halt ein bisschen mehr bezahlt im Endeffekt, aber du hast es halt auch dann ein bisschen eher. Ne? Aber du überlegst, 60 Euro für ein Handy im Monat? Das ist ja teurer als der Handyvertrag selber. Was ich halt nur noch kenne, das kenne ich von vielen Anbietern. Bei Vodafone, glaube ich, ist es auch so. Wenn du, also da gibt es ja die normalen Verträge, die du ja abschließen kannst. Ne? So normale, was ich, normaler Handyvertrag mit LTE und Pipapo und weißt und hast nicht gesehen. Und das kostet dann zum Beispiel jetzt mal 30 Euro im Monat, ne, nur mal so angenommen. Und dann sagen die, okay, wenn du ein billiges Handy dazu haben willst, zahlst du 10 Euro extra. Wenn du ein teures Handy haben willst, zahlst du ein 20 oder so im Monat. Aber das ist ja alles noch irgendwo unter 60 Euro. Ja, bei Grover zahle ich ja irgendwie nur 60 Euro und habe nur das Handy, habe noch gar keinen Vertrag. Das heißt, wenn ich noch einen Vertrag oben drauf rechne, bin ich ja bei 90 Euro im Monat. Überleg mal, 90 Euro. Das ist schon bescheuert. So ein bisschen, oder? Keine Ahnung. Komisch. Und ich bin jetzt auch kein Mensch, der nicht auf tolle Handys steht. Also ich mag tolle Handys. Das neue iPhone 11 finde ich zwar blöd. Ich kann nicht mehr tragen. Gut, das haben wir alles. Brauchen nur noch das Gewürz. Ich finde das neue iPhone 11 irgendwie blöd, weil, also mich stört es schon seit Ewigkeiten, dass die beim iPhone oder auch bei anderen, bei Android ist das genau das gleiche Problem, solche riesigen Monsterkameras da hinten drauf ballern, die aus dem Gehäuse rausragen, kannst du es nicht mehr ordentlich auf den Tisch legen, das Gerät. Und ich meine, wenn man Fotograf ist, mag das Sinn machen. Wobei ich glaube, die richtigen Fotografen kaufen sich dann auch eine richtige Kamera. Ja, die kosten nämlich noch viel, viel mehr Geld. Aber was soll ich mit so einer riesen Kamera? Ich mache keine Fotos. Ich nehme auch eigentlich nie Videos auf. Ich fände es irgendwie schöner, wenn die sagen würden, hier, wir bringen ein normales Modell raus, sagen wir zum Beispiel das iPhone 11 mit einer Pipifax-Kamera, ne, ganz normale 4K-Kamera, nichts Aufwendiges, so Standardkram halt, ne, womit du halt das normale Zeug machen kannst, man irgendwie mal ein Foto von einem Essen machen kannst oder, keine Ahnung, mal ein kurzes Video, aber jetzt nichts Aufwendiges. Und dann bieten sie davon nochmal so eine Pro-Version an,
wo du halt dann so eine Monsterkamera drauf hast von mir aus. Aber selbst das normale iPhone 11 hat ja so eine ganz komische Megakamera. So ein fetter Block hinten drauf. Sieht aus wie so ein Ceran-Kochfeld. Verstehe ich nicht. Das war früher echt besser. Also, die alten Handys, iPhone 4, iPhone 5. Ich glaube, iPhone 5 und iPhone SE waren die letzten Geräte, die noch Kameras hatten, die ins Gehäuse reingepasst haben. Steve Jobs würde sich ja im Grabe rumdrehen, wenn er die heutigen Geräte sehen würde. Das ist halt, ich weiß nicht, ganz, ganz komischer Trend. Und wenn man sich irgendwelche Reviews anguckt, warte mal, ich weiß nicht, droppen die das? Ich mal ganz kurz lesen, ich sag gleich mal was dazu, warte mal. Das hier, ja, das ist eine graue Quest hier. Oh komm, die breche ich mal ab. Graue Quest bringt leider keine EP. Elixir der Pine. Da, Kochkunst. Feine Gewürze. Kann man die sich einfach so kaufen beim Händler? Das steht ja nicht wirklich da, ne? Ist halt Kochkunst. Ich glaube, sowas kann man kaufen. Warte mal, da gucke ich doch mal ganz kurz nach. Sekunde. Ich will es hier echt nicht umsonst grinden. WoW, feine Gewürze. Genau, WoW Classic. Verkauft von, genau, die kann man kaufen. Okay, dann haben wir das ja hier erledigt. Dann nehmen wir jetzt den Kamera. Ich verstehe halt dann auch wieder Questi nicht. Das ist halt wieder so, da kann ich mich wieder stundenlang drüber aufregen, über Questi, dass sie zu blöd sind, dass, ja, dem Programm zu sagen, die feinen Gewürze gibt's auch beim Händler. Ne, die droppen, also sie können es ja nicht mal droppen. Ja. Ich meine, eigentlich will ich mich gar nicht schon wieder über Questi aufregen, aber ganz ehrlich, der Lootpool von den Mobs in WoW Classic ist 15 Jahre alt und die kriegen das nicht hin, den richtig einzutragen. Das verstehe ich nicht. Muss man den Bären hier wegräumen? Ja, jetzt kommt sie natürlich wieder hochgelaufen. Egal. Wo war ich jetzt gerade? Ah ja, genau. Und wenn man sich irgendwelche Reviews anguckt von irgendwelchen neuen Handys, dann ist irgendwie das Review so eine Viertelstunde lang. Davon sind 3 Minuten, drehen sich ums Gerät, um das, was neu ist. Und der Rest ist irgendwie, ja, ja, die Kamera und hier der Vergleich. Und da sind die Farben besser und weiß ich nicht, hier ist jetzt, da sieht man noch mehr Details und so. Wo ich mir so denke, mein Freund, ich gucke mir beide Bilder auf einem 2K-Bildschirm an, nebeneinander. Und ich sehe keinen Unterschied zum Vorgänger. Keinen. Ja. Also jedenfalls keinen, der mir 100 Euro wert wäre oder auch nur ein 10er wert wäre. Ja. Aber irgendwie scheint das auch generell so mittlerweile zu sein, dass die Smartphones sich nur noch über die Kamera definieren. Was ich eigentlich schade finde. Weil nicht für jeden ist die Kamera wichtig und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Aber ich habe das Gefühl, die allermeisten Leute denken sich so bei den Kameras, ja nice, die kann jetzt nochmal irgendwie 1% bessere Bilder machen. Wow. Ich meine, wer geht echt raus und macht nutzt das aus? Wer nutzt denn diese 8K-Kameras und was da alles gibt? Und wer geht nachts raus und macht irgendwelche Sternbilder und so ein Zeug? Das ist alles Spielerei irgendwie, oder? Oder ist es nur für mich so? Ich will das nicht von mir auf andere schließen, aber was müssen wir hier eigentlich farmen? Kappen, okay. Ach, das sind die Pilze hier, die Dinger, okay. Ja, müssen wir eh ein bisschen klären. Also ich will nicht von mir auf andere schließen, soll jeder machen, wie er denkt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das wirklich die allermeisten auch so sehen werden, dass sie so sagen, ja gut, eigentlich, also wie stark nutzt ihr denn wirklich eure Smartphone-Kamera? Selbst wenn ihr jetzt so ein teures Gerät euch kauft. Und bis vor ein paar Jahren, fand ich, war das alles noch irgendwie ganz sinnvoll, weil die Geräte wurden wasserfest, ne, haben OLED-Displays bekommen, wurden randlos, teilweise randlos zumindest. Gut, bei Android gibt es immer noch kein randloses Gerät mittlerweile, also da gibt es zwar diese, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, das sind so unsymmetrische Geräte, wie zum Beispiel diese Samsung Galaxy Dinger, da bin ich jetzt kein Fan von, weil die sind oben total quasi plan, aber unten haben die so einen fetten schwarzen Kinnbalken, so ganz hässlich, finde ich, aber egal, das ist auch Geschmackssache, aber wirklich randlos ist es ja immer noch nicht, gibt es immer noch kein einziges Smartphone. Ah, ich brauche Platz. Schwerer Stein. Hier, das komische Brot. Gewürzbrot aus Mulgore. Soll ich ihn damit? Weg. So. Genau. Was gab es noch? Also, schnellere Prozessoren. Ja, okay. Denkt man sich auch so, brauche ich nicht unbedingt, ne? Meine Mutter hat noch ein iPhone 6, das rennt wie Sau. Hat zwar kein iOS 13 drauf, aber ich habe es ab und zu mal in der Hand, weil
meine Mutter sich nicht so gut auskennt mit dem Handy. Und das ist genauso schnell wie mein Handy. Also sehe ich auch keinen echten Unterschied. Ne? Also ich finde irgendwie die letzten Updates waren immer nur so lala. Also abgesehen natürlich vom OLED-Display oder ähnlichem, was schon cool ist, weil es sieht schon wesentlich besser aus. Ne? Da macht auch Serie oder Film gucken auf dem Handy, wenn es groß genug ist, auch wesentlich mehr Spaß. Aber diese Kamera-Updates, weiß ich nicht. Ich wünsche mir ein Handy, was das alles kann, was die jetzigen auch können, aber eine billige Kamera hat. Eine ganz simple, stinknormale Kamera. Ne? So ein iPhone am besten. Ich bin halt iPhone-Nutzer, deswegen iPhone. Warte mal, so. Ein schönes, neues, ganz tolles iPhone aus dem Jahre 2019 oder 20, aber mit einer Billigkamera, die nicht viel kann, die ganz normale Sachen kann, wie vor 5 Jahren auch schon, die nicht aus dem Gehäuse rausragt, ja, und dann zahle ich halt dann nicht 1000 Euro für das Gerät, sondern vielleicht nur 700-800, weil die Kamera halt nicht so fett ist und da wäre ich total zufrieden mit. Ich persönlich jetzt, ne, kann ja jeder anders sehen. Das wäre halt schön, da würde ich mich richtig freuen. Nächstes Jahr haben wir wahrscheinlich dann 4 Kameras hinten drauf. Am Ende hast du gar keine Rückseite mehr, sondern ist die ganze Rückseite eine einzige Kamera. Das ist zu weit entfernt. Oh. Deswegen ist es ganz gut hier gemacht, geht ganz fix. Die müssen wir noch killen. Ich muss sagen, ich kenne wirklich niemanden, der vloggt oder der irgendwelche High-Quality-Aufnahmen macht und dafür sein Handy benutzt. Egal welches Handy es ist, spielt eigentlich keine Rolle. Also es mag manche geben, die das tun, aber ob die meisten Profi-Fotografen oder Vlog-YouTuber oder ähnliches, ich glaube, die machen das nicht. Also ich glaube, die haben eine hochwertige Kamera, die halt auch nochmal teurer ist als das ganze Handy, die aber einfach mehr kann. Die eine richtige, ordentliche Bildstabilisierung hat und die da richtig reinhaut und ganz andere Qualität bringt als eine Handykamera. Wobei die Handykameras mittlerweile echt gut rankommen, aber ganz ehrlich, wer es nicht braucht, man kauft es irgendwie trotzdem immer mit ein. Es gibt halt keine Billo-Kamera-Variante, weißt du? Das ist irgendwie schade. So, egal. Heute mal über Handys gesprochen. Ja, man muss ja immer über irgendwas sprechen, ne? Wenn man hier rumquestet und ja, nicht viel nebenbei sonst hat. Deswegen immer ganz gut, glaube ich. Könnt ihr gerne mal eure Meinung zu den Kameras oder generell zu den Smartphones in die Kommentare schreiben. Die meisten werden wahrscheinlich eh Android-Nutzer sein, aber bitte lyncht mich nicht, dass ich iPhone-Nutzer bin. Ich mag halt einfach iPhone mehr. Das hat sich damals so ergeben, weil ich hasse diese Vor- und Zurück-Tasten bei den Android-Geräten, die es früher gab, unten. Ich bin da immer so drauf gekommen beim Zocken oder beim Videogucken und da war das Video halt immer instant. Ach du Scheiße. Elite soll ich töten? Das ist aber unfair, warte mal. Das wäre ich besser vorbereiten sollen hier. Na, rennt er nicht so weit. Oh. Nicht dahin. Der rennt halt immer weg. Ja. Hält voll lange der 4. Cool. So, einmal fähre ich ihn noch kurz weg. Und wir kriegen direkt noch den nächsten, auch gut. Wir müssen aufpassen, dass wir den hier nicht. Oh, da kommt noch einer an. Mal bitte wegziehen. Da kommt nicht gerade hier hochgelaufen, der Typ da hinten. Weiß nicht, ob ihr es auch nicht sehen könnt. Warte mal. Ach, da ist natürlich wieder eine Spinne, aber die kommt wohl nicht. Vier hält voll lange. Was ist denn da los? Hielt der schon immer so lange? Oh, renn halt noch weiter weg. Bleib stehen! Polizei! So. Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, genau. Also unten diese Tasten haben mich halt immer mega krass gestört. Wirklich richtig krass gestört. Und ich habe super, super schlechte Erfahrungen gemacht damals mit den Samsung-Geräten. Da war nach einem halben Jahr irgendwie immer der Akku nur noch halb so stark und es hat ständig rumgeleckt, musste ständig neu starten und so. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, keine Ahnung, aber da bin ich ja irgendwann dann zu Apple gewechselt und ja, da war ich eigentlich dann top zufrieden damit. Soll aber, wie gesagt,
das ist halt jedem so eine persönliche Sache auch irgendwo, ne? So, ich würde sagen, das hier machen wir in der nächsten Folge. Es wird ein bisschen länger dauern, wahrscheinlich das Zeug hier zu holen. Humberts Schwert ist eine Gruppenquest, glaube ich, auch, ne? Elite. Genau. Aber die kriegt man solo hin. Das ist nicht so das Problem. Müssen nur vorsichtig pullen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. We met many years ago upon a dusty road. You, a humble priest, and me, a feeble rogue. We were the weakest of the weak, the lowest of the low. But when we fought together, our legend did grow. We battled our way from Black Rock Spire to Molten Core. Took 40 hours for Ragnaros and only wanted more. Our days of being weak are firmly in the past. And now our shields are stronger, our bonds are built to last! So, whether you're for the Alliance or if you're for the Horde, it's time to toast to 15 years. Everyone raise your sword. No enemy can defeat us. There's no battle we can't win. When we crunch the numbers, stand together and Leroy Rankin! Damn it! Leroy!